Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Ich hoffe, dass ich zu hören bin. Anständig. Ich musste das Mikrofon gerade noch ein bisschen einrichten. Ausrichten. Weiß ich nicht. Was auch immer ihr braucht, ihr eine neue Klinge? Nein, ich habe was falsch gemacht letztes Mal. Nein, das war's nicht. Ich verwechsel mal die Knöpfe, weil ich die getauscht habe. Ja, aber ich habe jetzt was falsch gemacht, glaube ich. Ich komme hier rein. Hallo, hallo. Wo habe ich meine Sache eigentlich gelassen? Ich hoffe, euch in... Hier drin, ne? Hä, Bärenpelz? Das sind meine Sachen. Warum leuchtet das rot? Keine Ahnung, ich nehme das jetzt mal einfach alles mit. Auch meinen blöden Bärenpelz. Tellen zu sehen. Hm, keine Ahnung, warum das rot leuchtet. Ich dachte, sonst wäre das mal Diebstahl. So, ich wollte nämlich jetzt das bei dem Schmied da unten fertig machen. Lauf mal! Ach so, du hast keine Ausdauer mehr. Ja, sehr schön. Immer vergesse ich das mit der Ausdauer. Ständig verschiedene Spiele. Doch kein Geld, oder? Nein, halt die Fresse. Dass die Leute mich einfach so mal ansprechen müssen. Ehrlich. Eisen oder ist das, was ihr braucht? So, ich sollte ihm Leder basteln. Doch. Nein. So, Leder. Ich könnte euch. Seid ihr eher von. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Natürlich. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Okay. Ja. Ein Pelzhelm. Ui. Pelz, Pelz, Pelzi, Pelz, Pelz. Pelzi. Pelz. Pelzi. Achso, hab ich schon. Ich dachte, da würde das jetzt noch stundenlang schmieden. Hm? Was auch immer. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Ja, ich wäre ein guter Assistent. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Werkbank. So. Werkbank. Ne? Herstellen. War ich gut, wa? Ja, bitte. Ihr habt Talent. Ja. Nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Das werde ich noch. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Natürlich. Werft einen Blick drauf. Und jetzt will ich dir noch was verkaufen, weil ich es nicht brauche. Waffen. Einen kleinen Dolch. Verkauf. Ja, der Zauber ist hier fast runter. Bringt mir auch nicht viel mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich es noch bauen kann. Egal. Spitzhacke könnte ich noch verwenden. Davon brauche ich nur einen. Die kann ich immer noch weiter verwenden. Bis zum nächsten Mal. Es ist immer noch eine Waffe. Stehlen? Ich stehle nicht. Besonders nicht, wenn er hier ist. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Natürlich, ich weiß das. Das eitle Elfenzeug den Elfen. Ja, das machen wir später. Ich dachte schon. Was geht's los hier? So, gut. Questige Quest. So, was gibt es hier? Verschiedenes. Ja, das machen wir später. Mach ich erstmal den hier. Obwohl. Ich habe mich noch gar nicht in dem Dorf hier umgeguckt. Hey, Oma. Was ist los mit euch? Wollt ihr eine Feuersbrunst entfachen? Ja! Niemand glaubt mir, doch ich sage euch. Ich habe einen Drachen gesehen. Ich auch. Ich war dabei. Hier gab es doch noch bestimmt irgendwas. Ich tingle hier erstmal durch die Häuser. Bei ihm war, glaube ich, nichts mehr. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Hallo. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, ich weiß. Immer. Achso, vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen oder schon, ich weiß es nicht. Ich habe die Auflösung runtergeschraubt auf 720p.
Und dadurch läuft das ein wenig flüssiger. Ein wenig. Aber auch, ja, dann brauche ich nicht so viel rendern und sowas, weil ich habe das jetzt, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen hochgeladen und das hat, weiß ich nicht, 6 Stunden gedauert pro Folge. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt gehe ich hier mal einklauen. Ich bin mir sicher, ob sie mich mitbekommen haben. Der kommt da hier hoch oder so. Das wär's. Ich will mal hier in der Truhe rumspielen. Ich war das nicht. Das war schon so. Ja, das wird uns öfters mal passieren, dass ich hier irgendwie was irgendwo einklaue. Einfach so. Einklauen. Wie einkaufen. Hallo, wer bist du denn? Ich bin vergeben. Alva und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dorte. Achso, du bist die mit dem Schmied. Oder was? Ich klaue mir jetzt erstmal das ganze Gemüse vom Feld hier. Nom 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 nom. Hier noch Lauch. Wächst das eigentlich nach mit der Zeit? So. Ach, immer will ich laufen auf der Taste. Hallo? Mitnehmen. Alles, was geht. Solange es kein Diebstahl ist, ich klau doch nichts. Ich doch nicht. So. Cool. Noch so ein Fass. Das hat einfach so rumgelegen? Ja. Muss euer Glückstag sein. Was gafft ihr so? Ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Weiß ich nicht. Doch hier. Kannst du haben. Ein. Ich bin noch nicht irre. Ja, ja. Ja, ja. Gott, ja, ja. Ja, ja, heißt leck mich am Arsch, Alter. Hallo, hallo, hallo. Ach, da, ihn kenne ich doch irgendwer. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Was? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Was kannst du für mich tun? Singen, natürlich. Ah. Eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Natürlich. Dann sing du mal. Ich geh mal woanders hin. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, Hallo. Das ich gelernt habe. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Was? Nee. Doofkopf. Ja, braucht ihr ein Zimmer? Sprecht nee. Mit Delphin. Hier, seht euch das an. Spracharbeit. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit ein. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich betreibe die Taverne. Muss der besoffene Idiot hier. Fremde im Blick zu behalten. Fremde im Blick behalten. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Rat. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Hab ich vor. Er muss davon erfahren. Ja. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Mhm. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Er hört sich hartnäckig an. Warum nicht etwas dagegen tun?
Ja, ohne dass zwei Menschen Zeit miteinander verbringen. Blüner. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgna gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Okay. An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Gut, okay, das gucke ich mich später mal an und jetzt gehe ich erstmal hier raus hier. Das mit diesem blöden Brief hier. Bist du denn? Achso. Ah, schon wieder Taste verdreht. Mann. Ich gewöhne mich da irgendwann nochmal dran. Bist du die Olle? Es bedeutet uns so viel, dass die... Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Wer ist das überhaupt? Den habe ich hier noch nie gesehen. Immer eine gute Tat. So. Und heute Abend gehe ich wieder in dein Haus und klau. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Ach, du bist für ein Dorf der Nord. Und du? Hier gibt es eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand... Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Ach, guck mal, jetzt kann ich theoretisch mitnehmen. Und jetzt ist er hier hinten stinkig auf mich, oder was? Was kann ich hier noch tun? Moment ja nichts, oder? Nein, ich will mich hinlegen, ich will Quest gucken. Quest gucken, kann ich gleich das andere da noch. Da gehen wir gleich mal nach Dingens in die Stadt. Hallo, Nado. Ihr bringt nichts als Ärger. Du Stinker. Also gut? Nämlich. Ha. Nein, das war's nicht. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Erkunde die Dingens, bla, hast du nicht gesehen, hier und da und was ist? Darum kümmere ich mich später. Jetzt erstmal der Quatsch. Ich wünschte, ich hätte ein Pferd. Dem wäre ich viel pferdiger. Hey, Disteln. Jetzt habe ich meinen ganzen Scheiß hier gelassen. Ach, hole ich mich später wieder. Ich weiß ja, wo es hingeht. Hinten ist ein Elch. Vielleicht werde ich ihm in den Kopf schießen. Oder den Arsch. Ja, entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Würde ich? Nee. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Jetzt gib es auf die Fresse. Scheiße. Oh, wer hatte damit gerechnet? Dass der einfach so wegläuft mit seinem Pfeil im Arsch. Blöder Elch. Ich sollte mal anständige Waffe wechseln. Anständige Waffe wechseln. So. Habe ich zumindest ein bisschen Angriff hier. Vielleicht finde ich ihn ja wieder. Ich sollte nicht so viel Scheiße sammeln. Ich weiß nämlich nicht, wo ich das alles lagern kann. Elchi, Elchi, Elchi. Put, 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 put. Wo ist er denn hin? Da sind ein paar Leute. Lol.
nicht hinterherlaufen. Vielleicht kriege ich dann so Fresse oder so.